eins. Das war jetzt wahrscheinlich abgehackt, aber hallo, die ist wieder der Xi. Und das Level. Und ich drücke wieder den falschen Knopf. Weiß nicht, wieso ich in letzter Zeit ständig den L-Knopf drücke. Zum Sprinten. Naja, jedenfalls geht's weiter im Kampf gegen Sigma. Kleine spontane Aufnahmesitzung gerade. Und ja, wir brauchen mal wieder ein Thema. Was willst du eigentlich so im Allgemeinen von Speedruns? Steve? Ah. Hörst du mich jetzt? Jetzt ja. Ah, gut. Ich teste mal das kabellose Mikro. Ich hoffe, wenn es Störgeräusche gibt, sag Bescheid. Es gibt Störgeräusche, ne? Ich höre ein kleines bisschen, das war aber nicht schlimm. Ich finde es jetzt trotzdem nicht unbedingt vorteilhaft, wenn du hier während der Aufnahme was testest. Okay, ich habe jetzt wieder das Standmikro aktiviert. Okay. Ich weiß halt nur nicht, ob das Wireless da irgendwelche Störsignale verursacht. Das musst du mir dann sagen, wenn das passieren sollte. Ja, sage ich schon was. Und Sigma will mich gerade ein bisschen ärgern. Ja, will er auf jeden Fall. Wow. Dann will er das mal nicht. Zur Not kann ich ja auch an Kabel anschließen, das Headset, wie ich gerade sehe. Er hat sich gerade mit Ärgern. Meinst du, er hat gerade dreimal hintereinander die längste Wellenformation gemacht? Oh Mann. Und beim. Und dann irgendwann konnte ich halt nicht mehr. Yeah. Ja, das ist ein Saftsack. Ja. Ich fände es ja eigentlich schon ganz schön, so als verspätetes Geburtstagsgeschenk einen Sieg über Sigma. Das glaube ich. Diesmal habe ich so hergesehen. Naja. Hast du meine Frage vorhin mitgekriegt? Nee, gerade nicht, nee. Hatte gerade keinen Ton. Ich meinte, was du so im Allgemeinen von Speedruns hältst. Achso, die Frage, ich wollte von heute. Naja, ich finde sie gut, wenn sie ohne TAS sind. Also ja. Keine Tour Assistant Speedruns, die mag ich nicht, die finde ich langweilig. Es sei denn, die haben irgendwie spezielle Tricks, die man so nicht hinkriegen würde. Aber allgemein würde mich das eher interessieren, halt, wenn es selbst gemacht ist und dann halt zeigt, wie man es hinkriegt. Wenn man ein Spiel halt auf machbare Art schnell durchspielen will, wie zum Beispiel Super Metroid, wo Spiele dann extra was geben, wo man unter Zeit dann was freischalten kann. Hm? Ja, die TAS-Durchläufe finde ich jetzt auch nicht so interessant. Hab zwar schon mal irgendwann mal ein Video gesehen, das ganz interessant aussah, aber mal, wenn. Ich finde es irgendwie interessanter, eben auch wenn die Person da direkt spielt. Ich habe jetzt CD-Qualität drin in meinem Mikro. Traue mich aber jetzt nicht ganz umzuschalten. Eine was? Ach, man kann ja beim Mikro sowas wie CD, DVD oder Studio-Qualität einstellen. Und bei meinem Mikro ist auch CD-Qualität, also ein bisschen runtergeschraubter. Da weiß ich halt nicht, was passiert, wenn ich ja jetzt mal rumspiele. Deswegen mache ich das erst, wenn wir nicht aufnehmen. Sondern fertig sind. Vielleicht klingt es ja danach ein bisschen besser, aber ich befürchte, dass dann eventuell Rauschen stärker wird.
aber auch ein bisschen komisch ist, wenn du die Qualität hochdrehst und das Rauschen stärker wird. Naja, eventuell, ich weiß es nicht. Kann ja auch sein, dass ich es einfach nur falsch einschätze. Ich würde bei höherer Qualität eher erwarten, dass das Rauschen rausgefiltert wird. Das wäre auf jeden Fall die optimale Variante davon. Bass plus? Cool. Dreh bitte nicht deinen Bass auf. Nee, das ist jetzt für meine Kopfhörer. Okay. Alter, ich habe hier verschiedene Settings. Provider, okay. Microsoft, Status, Disabled, okay. Muss, wenn ich den Kampf jetzt gleich wieder hinter mir habe, höchstwahrscheinlich, muss ich mal den Ton wieder übertragen, habe ich gerade vergessen. Hey, mal wieder ein altbekannter Kampfanfang, Mensch. Okay, der Herr hat's eilig. Welcher Herr? Du der Herr oder der Gegner der Herr? Der Gegner der Herr. Ah, okay, also Sigi. Jupp. Naja, ich spiele X, der kann's nicht eilig haben. Ich verstehe halt auch manchmal nicht, warum er die Blöcke so knapp über dem Boden erscheinen lässt. Was hat das für einen Sinn? Sechs Positionen für die Dinger reichen doch in der Arena. Ach, sind die jetzt doch mehr als du dachtest? Nee, rein von den Positionen her, wo die erscheinen können. Wenn es nur darum ginge, die Arena auszufüllen, dann würden genau 6 von den Blöcken reinpassen. Hm, die Elektrokugel wird in die falsche Richtung geschmissen. Ach, und ich habe vergessen, den Ton zu übertragen. Mist. Na, vielleicht schaffe ich es ja, wenn ich die erste Phase hinter mir habe. Ton übertragen hast du schon gesagt, dass du vergessen hast. Ja, aber ich bin gerade in der nächsten Runde. Ach so. Und hab's nicht getan, wie ich's vorhatte. Das meinst du also, okay. Und wir in den Schockwellen nicht vorbeigekommen. Was machst du denn da? Danke. Okay, jetzt wird's Rauschen gerade wieder ein bisschen deutlicher. Okay. Meinst du jetzt das Spielrauschen oder mein Rauschen? Dein Rauschen. Das ist doof, dass das deutlicher wird. Das Spiel rauscht ja quasi nicht. Die letzten Aufnahmen waren übrigens tonmäßig auch wieder. Eher schlecht als recht. Rauschen von Skype wieder zu intensiv, oder? Ja, das ist nervig, wenn das immer zu intensiv wird. Jetzt müsstest du aber Spielezonen haben. Aktuell habe ich ja. Okay. Mittlerweile am überlegen, ob ich die dämlichen Viren nicht mit einzelnen Schüssen angreifen soll, wenn sie erscheinen. Okay.
Ja, die haben ja keine Unverwundbarkeitszeit. Naja, wenn die keine haben, kannst du das auch direkt mal ausnutzen. Ja, mal ausprobieren. Okay. Aber wenn dann in dem Moment, in dem er sie erscheinen lässt. Wieder Schockwellen Schaden genommen. Das ist furchtbar. Ja, glaube ich. Ja, erste Phase mal wieder geschafft, aber die Qualität, die Qualität. Die Qualität kommt spät. Bitte? Ach ja, hab nur Blödsinn gelabert. So wie Ex gerade dasteht, hat er Seitenstechen. Oh Mann. Seitenstechen hatte ich früher beim Sport oft. Ich nicht nur beim Sport. Auch da habe ich das hingelegt. Okay. Oh, Skype kommt schon. Gib mir wieder Ton. Wenn das mal konstant wäre, wäre Skype richtig gut in der Hinsicht. Aber Twitter hat das noch als Beta-Phase. Ja, so haben wir das gerne. Beziehungsweise nicht. Sind die so ganz knapp asynchron, die Fäuste? Und ich bin wieder tot. Ich denke übrigens, wenn ich dich auf Lautsprecher hätte, würdest du dich die ganze Zeit selbst hören. Ja, davon kannst du ausgehen. Das würde sich sogar hochschaukeln wahrscheinlich. Yep. Und wie überlegst du das? Na, ich habe vorhin mal getestet und da habe ich halt gehört, wie das dann heißt, und Echo gab. Das kann sehr unangenehm werden. Das war's auch. Ich erinnere mich da an einen Teamspeak-Test. Hatte ich das beim Mikrofontest auch die ganze Zeit wieder selber gehört und ja, der Ton hat sich immer höher geschaukelt, bis es unerträglich wurde. Falsche Seite, Sigma. Treffe ich dich doch nur zweimal. Aha. Ja, jetzt hatte ich kurz wieder Angst. Es war zwar die einfache Schockwellenphase, aber. Naja. Ich muss ja sagen. Ach. Rübergesprungen, aber wieder auf die Schockwelle draufgefallen. Immer schön, wenn man über Schockwellen drüber hüpfen kann, die optisch nicht da sind. Ja, wieder mit Schockwellenschaden in die zweite Phase. Ich habe bisher noch keinen Versuch mit vollen Lebenspunkten in der zweiten Phase. Das ist nicht gut. Kann ich nicht mal Schaden von den violetten Blöcken einstecken, notfalls. Thank you.
Das war knapp. Könnt ruhig wieder öfter Lust drauf haben, seine Elektrokugeln dreimal zu machen. Okay, ich habe keine Ahnung, wo der Schuss jetzt hinging, aber ist ja letztendlich auch egal. Tja, wäre ein guter Versuch gewesen. Leider Elektrohand. Hätte er jetzt nochmal eine Elektrokugelphase gemacht, er wäre tot gewesen. Auf jeden Fall. Oder hätte ich einfach in der ersten Phase keinen Schockwellenschaden genommen. Worüber könnte man denn noch reden? Haben wir ein Thema. Rede ich mich nicht so auf, wenn was schief geht? Oder bin ich so komplett verbissen? Tat bisher eigentlich immer ganz gut. Ah, du bist gerade gar nicht mehr da, oder? Offenbar nein. Ach, der hat das Mikro gewechselt. Ich war noch da. Ihr solltet mich aber noch hören. Ich höre dich, ja. Gut. Wie gesagt, ich war noch da. Ich habe halt nur das Mikro gewechselt. Komm schon. Whoop. Das war knapp. Das war unnötig und knapp. Das war leider abzusehen. Wieso ist es denn so schwierig, zwischen diesen dämlichen zwei Schockwellen durchzukommen? Das gibt's doch nicht. Ich konnte das doch mal. Ich konnte es doch mal gut. Gerade will es einfach auf Teufel komm raus nicht. Naja, die Frage, die ich vorhin bezüglich dem Speedrun noch im Kopf hatte: Wenn du einen Speedrun machen müsstest, welches Spiel würdest du nehmen? Puh, gute Frage. Ich überleg noch. Jupp. Ja, okay. Falsch positioniert in der Arena. Mein Fehler. Vielleicht Super Metroid. Ja? Das ist nicht allzu lang, das könnte ich noch gut üben. Da würde ich versuchen, unter 3 Stunden zu bleiben. Irgendwelche Prozentzahl. Ja, gut, 100% Super Metroid ist ja.
Könntest du dir vorstellen, mal so ein Randomizer zu spielen? Ich könnte es ja mal Just for Fun versuchen, aber das würde ich dann wahrscheinlich als Stream machen. Hm? Oder in deinen Worten Übertragung. Auf Deutsch. Genau genommen wäre das andere ja dann auch ein Schnelllauf, ne? Ja. Ja, na toll. Musste noch eine zweite Welle an Schockwellen sein und da bin ich natürlich wieder erwischt worden. Momentan schaue ich mir auch was von einem an, der einen A Link to the Past Randomizer spielt. Ich glaube, das hat uns immer auch. Hat er gespielt, oder? Hat sich was angeguckt dazu, meine ich. Ja, ich finde es ziemlich interessant. Hätte gar nicht gedacht, dass das bei A Link to the Past so gut funktionieren würde. Okay. Aber ja, es hat schon was für sich, wenn jemand so einen Boss besiegt und dann liegen da halt einfach nur 20 Rubine und das ist deine komplette Belohnung. Lol. Ja. Wer dem nicht zuschaut, der hat schon einige Verliese hinter sich und hat den Bogen immer noch nicht. Kann deswegen den ersten nicht machen. Das erste. Da der Bogen zwingend notwendig ist, um zur Bosstür zu kommen. Ach ja, ach ja, ja. Naja. Geht ich nehme mal an, mein Mikro hat sich nicht irgendwie verändert, lauter oder so. Wenn, dann habe ich es nicht bemerkt. Okay, weil ich habe jetzt die Qualität auf DVD hochgeschraubt. Wobei, jetzt wo ich gerade ein bisschen genauer hinhöre, du klingst nicht mehr so dumpf. Okay, na dann ist er gut. Also doch, das ist definitiv besser, ja. Gefällt mir. Sehr schön. Aufgeladener Schuss, perfekt über Sigma hinweg geschossen. Und hab halt nicht ihn getroffen, sondern nur die oberen zwei Viren quasi wegrasiert. Okay. So, und tschüss. Erste Phase. Hallo, mit zweite ohne Phase. Schaden. Ohne Schaden ausnahmsweise mal. Cool. In der Hinsicht bin ich dann doch mal für Abwechslung. Gut, ich will mal für Abwechslung den zweiten besiegen. Ja, das wäre eine nette Abwechslung verglichen mit den letzten drei Aufnahmesitzungen. Ach Gott. Jetzt hat fast schon etwas der Sprint nicht richtig funktioniert, wie ich wollte. Den habe ich vorher gesehen. Okay. Okay, das war vielleicht ein bisschen mutig von mir. Egal wie sehr ich drücke, ich komme bei der Elektrobratze einfach nicht
Aus dem aus der Schadenszone raus. Ja, weißt du, wenn die wenigstens noch irgendwie kurz vorher anhalten würde oder sowas, bevor sie schießt. Dann könnte ich ja sagen, okay, ich muss bis zu einem gewissen Punkt warten und dann schnell hoch, um dann da hinzugehen, wo ich keinen Schaden nehme, aber... Das gibt's ja nicht. Na ja, und gerade haben mich die Hände zuerst wieder blöd erwischt und die Elektrobratze hat halt dann leider den Rest erledigt. Aber wenn es mich wundert, dass der Schaden der Elektrobratze in dem Fall plötzlich ausgereicht hat. Ein anderes Mal hat sie mich nicht erledigt, als ich die Hälfte der Lebenspunkte hatte. Komisch. Mhm. Ansonsten war die Runde gerade aber wieder echt gut gegen die zweite Phase. Ansonsten war die Runde wirklich nicht schlecht. Ja gut, ich hatte in der Aufnahme hier jetzt schon zwei gute Runden bei der zweiten Phase. Mist. Kriege ich jetzt manchmal wieder so Zuckungen, wenn er die eine Formation macht, wo im Nachhinein noch die zwei harmlosen Schockwellen kommen könnten. Ich will dann immer springen, weil ich mir denke, ja, es könnten genauso gut auch die zwei schnellen Schockwellen daherkommen. Genauso, und mich dann erwischen, wie eben demonstriert. Danke, Sigma. Ah! Sagst du offenbar auch irgendwas? Ja. Hört man die Tasten, ja? Ja. Ist bei einem Standmikrofon jetzt aber nicht verwunderlich. Ja, stimmt auch, ja. Hab überlegt, ob ich mal probieren soll, meine Gitarre mit meinem Standmikro da mal aufzunehmen. Nicht, dass ich irgendwas spielen könnte, was eine Aufnahme wert wäre, aber... Weißt du, wenn wenigstens nicht oben der Raum eine Wand hätte, eine Decke hätte, wäre schon so vieles einfacher. Aber da habe ich die Hände auch da oben zerquetschen können. Hätte ich gerade versucht, über die eine oben drüber zu gehen, aber Pustekuchen. Nach wie vor frage ich mich, wie sich die Entwickler konzeptionell den Kampf vorgestellt haben. Als wäre es halt wirklich nicht viel, was zum Sieg fehlen würde. Das eine Mal mehr Lebenspunkte haben, das andere Mal das Glück haben, dass er nochmal eine Elektrophase macht. Hätte ich nur im richtigen Moment dann mal Glück gehabt, dann... Ja, genau in dem Moment, in dem ich sage, kriege ich gerade wieder Schockwellenschaden.
Ja. Super. Jetzt, wo ich schon mal Schaden gekriegt habe, schaffe ich es natürlich wieder. Lustig ist ja auch, dass diese Doppelschockwellen ja noch so einen Zusatzeffekt haben, an dem ich teilweise trotzdem noch kurzfristig erkennen kann, ob die doppelt auf mich zukommen. Den sehe ich dann oftmals doch wieder. Aber allein die Tatsache, dass dieser Effekt notwendig ist. Ja, und dann war ich mal pessimistisch und gehe dafür drauf. Naja, das war's aber auf jeden Fall mit dieser Folge Mega NX5. Ich bin Exi. Ich bin das Steven. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.